Ich sage immer, beurteile eine Gesellschaft nach ihren Feuerwerkspartys. Ich weiß nicht warum. Es soll nur Smalltalk. Ich sage immer, beurteile eine Gesellschaft nach ihren Feuerwerkspartys. Ich weiß nicht warum. Es soll nur Smalltalk. Ich hatte den Glamour der Party hinter mir gelassen, doch das Spektakel ging ohne mich weiter. Wenn die mysteriöse Gestalt diese Leiter benutzt hatte, musste ich das auch tun. Eine Strickleiter hing von der Plattform herunter. Dort waren sie wohl hin. Himmel, Foster, ich hätte dich für fitter gehalten. Klappe, Joey, und halt die Augen offen. Das Fahrzeug. Es ist dasselbe, das Milo entführt hat. Dann sind wir wohl am richtigen Ort. Foster! Vorsicht! Orana? Sie! Orana, stopp! Ja, Orana, stopp! Es ist nicht so, wie Sie denken. Ich weiß, Sie sind nicht Graham Grundy. Sie haben mich vom ersten Augenblick an angelogen. Was haben Sie mit dem echten Graham gemacht? Und wer zur Hölle sind Sie? Mein echter Name ist... Robert! Danielle Piermont? Die Frau aus dem Museum? Was tut denn ein netter Junge wie du in dieser finsteren Seitengasse? Orana, meine Liebe, bitte, das reicht. Aber seine Mutter und ich waren zusammen in der Schule. Du kannst ihm trauen. Kann mir mal jemand erklären, was zur Hölle hier los ist? Ich heiße Robert Foster. Vor ein paar Tagen griff eins dieser... Die Androiden waren bewaffnet. Und nicht... Sie nahmen meinen kleinen Freund Milo. Das ist abscheulich! Ich brauchte Grahams ID, um in die Stadt zu kommen. Aber ich habe ihm nichts getan. Er war tot, als ich ihn fand. Der Au! Ich hab ihm gesagt, er soll keine Dummheiten machen. Ich bin schuld. Orana, Liebes, sei nicht so hart mit dir. Graham wusste, was er tat. Also, wart ihr beide Freunde von Graham? Ich dachte, er hatte keine Freunde. Freunde, Verbündete, nenne es, wie du willst. Graham arbeitete am Eingang zu den Landzügen, als er eins dieser Dinger in die Stadt... Diese Dinger...
Ich dachte, sie heißen Creep. Wir nennen sie Walker. Wie auch immer sie heißen. Hier kommt noch einer. Das Mädchen im Stalker. Ich erkannte sie. Amber. Graham hatte recht. Diese Dinger transportieren Kinder. Was auch immer sie... Es passiert in diesem... Dann finde ich... Also dann. Ich fürchte, meine Abwesenheit von den Festlichkeiten fällt bereits. Ihr zwei, findet heraus, wo sie... Zwei? Aber wir sind... Das ist der Plan. War schön, dich wiederzusehen, Robert. Gleichfalls, Mrs. Piermont. Oh, und Orana? Ja? Vertrau ihm. Er kommt aus gutem Stall. Der Aufzug hat den Stalker ins Gebäude gebracht. Wir müssen ihn irgendwie zum Laufen bringen. Was, wenn noch eins von den großen Biestern auftaucht? Okay, ich passe auf. Kriegen Sie und Ihr Begleiter das auch hin? Bis jetzt lief's gut. Sie meinte mich, Rob. Siehst du irgendwo einen Knopf? Ich glaube, das hier ist nicht für Besucher gedacht. Faster, ich bin mit dem System verbunden. Vielleicht... Das geht doch niemals. Du wolltest sagen... Hey, Orana, wir haben einen Weg. Du hast ganz schön was abgekriegt. Oh. Was ist? Alles okay, Foster. Bleib liegen. Keine Angst. Ich bin jetzt hier. Joey. Du bist Joey. Schön, dich zu sehen, Foster. Wo bin ich? Schon gut. Du bist in Sicherheit. Es gab eine Explosion. Orana, was ist mit... Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Joey, wie schön, dich wiederzusehen. Ich hätte früher zurückkommen sollen. Ich... Hey, kein Problem. Hätte dir helfen können. Keine Sorge, alter Freund. Der Rat hat alles unter Kontrolle. Aber das ist es ja. Der Rat. Du musst ihn aufhalten. Er... Ganz ruhig. Wir können reden, wenn's dir besser geht. Müssen dich erst reparieren. Was meinst du mit reparieren? Entspann dich, alter Freund. Bald wirst du wieder lächeln. Das ergibt doch keinen Sinn. Hab wohl das gewisse Etwas. Die Türen öffnen sich einfach für mich. Joey, geh zurück! Was? Nicht schießen! Bestätigt. Willkommen auf Ebene 4 UG. Ganz einfach. Ja, aber dürfen wir hier sein? Jetzt verstehe ich. Das System erkennt mich endlich als den, der ich wirklich bin. Joey! Oh, heißt das, du kannst den Androiden deaktivieren? Wenn dieses Gehäuse irgendeine Waffe hätte, wäre das viel leichter. Aber ich versuche es mal. Warten Sie hier. Hier warten? Mein Gott.
eine Qdos MX-5-Sicherheitskonsole. Die Dinger sind auf Droiden ausgelegt, nicht auf Menschen. Es ist Foster! Muss nur den Androiden loswerden. Milo? Das ist das Kind, für das Foster so weit hergekommen ist. Es ist Foster! Muss nur den Androiden loswerden. Foster! Aufwachprotokolle aktivieren! So eine Stromverschwendung. Keine Reaktion. Ich muss ihn anders aufwecken. Was gibt es? Hast du dich um den Androiden... Noch nicht. Ich bin hier leichte Bock. Ich bin wegen Foster da. Er braucht meine Hilfe. Was hier passiert, ist nicht okay. So eine Stromverschwendung. Offenbar überwacht das ihren Glückslevel. Je mehr Zeit sie auf dem Stuhl verbringen, desto höher ist ihr Glückslevel. All diese Kinder, sie scheinen zu schlafen. All diese Kinder, sie scheinen zu schlafen. Foster weiß, was zu tun ist. So eine Stromverschwendung. Das ist also Milo. Armes Kind. Archivdateien. Diese Kinder sind nicht die ersten, die hierher gebracht wurden. Ein elektrisches Kraftfeld umgibt den Knopf. Wie billig. Ein elektrisches Kraftfeld umgibt den Knopf. Wie billig.
Archivdateien. Diese Kinder sind nicht die ersten, die hierher gebracht wurden. Je mehr Zeit sie auf dem Stuhl verbringen, desto höher ist ihr... Eine Qdos MX-5 Sicherheitskonsole. Die Dinger sind auf Droiden ausgelegt, nicht auf Menschen. Mit abgeschaltetem Strom käme ich vielleicht besser an den Knopf heran. Eine Qdos MX-5 Sicherheitskonsole. Die Dinger sind auf Droiden ausgelegt, nicht auf Menschen. Eine Qdos MX-5 Sicherheitskonsole. Die Dinger sind auf Droiden ausgelegt, nicht auf Menschen. Mit abgeschaltetem Strom käme ich vielleicht besser an den Knopf heran.
Um das zu reparieren, braucht es mehr als einen Knopfdruck. Muss ein wichtiges Mädchen sein. Sie und Foster haben diesen Ort für sich. Mit abgeschaltetem Strom käme ich vielleicht besser an den Knopf heran. Schönen Trip. Moment, das passt nicht.
Joey, habe ich gerade gehört, wie ein Androide mit Wucht auf einen Stahlboden prallt? Es war ein tragisch... Ich habe Foster gefunden. Er ist gleich hinter diesen Türen. Das klingt nicht... Joey! Milo! Wow. Augenblick mal. Hilfe! Irgendwer! Nicht so laut, okay, Foster? Ja, echt. Du brüllst wie ein Kind. Was zum... Joey, kümmere dich um Foster, während ich sie hier hole. Mach ich. Ich weiß nicht... Schon okay. Wir bringen dich hier raus. Wie heißt du? Amber, wo ist Pixel? Und Foxel? Hey, den Typen kenne ich. Von draußen. Los, Foster, du lässt mich schlecht dastehen. Joey, auf dem Weg hierhin... Du meinst Joey? Aber er ist seit Jahren... Jetzt ist er zurück. Und steckt... Nein, das würde er nie... Wir müssen ihn finden. Ihm sagen, was wirklich läuft. Vielleicht kann er ja mitmischen. Ja, er und ich zusammen. Wir werden alles aufbieten müssen, um den Rat zu stürzen. Zwei Joeys? Was will... Zuerst müssen wir Milo und die anderen Kinder nach Hause bringen. Was das angeht... Was? Hast du was gefunden? Du folgst mir... Foster, hier ist etwas, das du sehen musst. Es ist hier drüben. Raum 5. Kinder. Du hast sie gefunden? Milo? Milo! Diese Räume sind voller Kinder, Foster. Milo. 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 Oh, Milo. Halt durch, Kleiner. Ich hol dich hier raus. Nein, halt! Foster! Das ist Milo. Ich muss ihn da rausholen. Diese Stühle, sie sind direkt mit ihren Gehirnen verbunden. Reißen wir sie einfach raus, könnte das tödlich sein. Aber das muss aufhören. Schalte das... Schon gut, Foster. Wir haben die Abbruchsequenz ein... Sie erholen sich alle. Das dauert vielleicht... Wie lange? Tage. Vielleicht Wochen. Ach ja? Wie bringen wir all die Kinder hier raus? Ihnen wurden U-Chips eingesetzt. Das System... Das ist ein U-Chip-Problem. Eins der Probleme. Lead kannte einen Weg, ein Kind aus der Stadt. Irgendwas mit... Das funktioniert hoffentlich. Wir haben eine ganze Wagenladung. Es waren so viele von ihnen. Wir mussten sie da rausholen. Ich muss mit Lead sprechen, bevor er die Stadt verlässt. Wie komme ich hier überhaupt raus? Da kommt Joey ins Spiel. Ach ja? Ich meine, genau. Irgendwie war er in der Lage, alle Türen hier drin zu öffnen.
Joey, du hast Superkräfte. Ich wusste, ich bin besonders, schon als junger Droide, als ich Foster half. Hör zu, die Kinder aus diesem Labor zu bringen, ist eine Sache, aber aus der Stadt? Ich glaube, ich wüsste wie. Helikopter? Nein, Joey, die Landzugeinfahrt bei den Stadtmauern. Sind Sie sich da sicher? Ist die einzige Option. Mit Embers Hilfe. Und mit Daniels. Wir kümmern uns drum. Ich begleite also Foster, Orana. Du kommst mit mir, Joey. Die Gap-Gebrüder sind wieder da. Moment. Joey muss für uns die Türen öffnen, sonst kommen wir hier nicht raus. Ihr müsst euch doch nicht um mich streiten. Aber sprecht ruhig weiter. Sagt mir, wie wichtig ich bin. Könnt ihr all die Kinder dorthin bringen, sobald mir Lied geholfen hat? Schon längst gelöst. Ich wusste, dass das irgendwann mal nützlich sein würde. Orana, viel Glück. Ihnen auch. Euch beiden. Bis später bei den Stadtmauern. Hey Joey, willst du was zu essen? Sicher. Ich esse das mal mit meinem Mund. Mmh, köstlich, so ein... Sehr witzig. Zurück. Ich öffne es. Hey, Foster. Ich habe über Joey nachgedacht. Ich meine den anderen. Vielleicht war er nie weg. Er ist in die Wüste gegangen. Vor Jahren. Weißt du noch? Ich bin skeptisch. Ich wäre nie weggegangen. Und ich bin er. Und er ist ich. Diese Spa-Stühle. Auf genau so einem musste ich sitzen. Hey, Foster. Darf ich dich was fragen? Schieß los. Als du Joey gemacht hast, den anderen, hast du da was anders gemacht? Seine Protokolle verändert? Gar nichts. Er ist genau wie du, mit Beinen. Und einem Arm. Komm schon, Foster. Das musst du sehen. Oh Mann. Lauter Batteriehühner. Das ist wohl diese sogenannte Reflexion. Wirkt entspannt. Auf mich wirkt das eher wie Selige. Komm schon, Foster. Das musst du sehen. Also ich muss schon sagen. All das. Das Werk der Menschen. Das heißt? Ich meine ja nur. Was meinst du? Dass Menschen böse sind? Sein können. Sieh mal, Foster. Dein Kumpel. Mentor Alonso. Grundy! Sie schon wieder?
Ich wollte gar nicht wissen, was da mal drin war. Einiges von dem Müll trug das Logo von Agio City. Jimmy? Nicht schießen! Hoppla! Die darf ich nicht fallen lassen, sonst verbrennen wir alle. Ach, das ist doch wohl nicht so Gehst du wohin? Nur weg von hier. Ist nicht mehr sicher. Der Rat ist mir auf der Spur. Vorhin wimmelte es hier von seinen Schergen. Wo sind sie hin? Keine Ahnung. Und ich bleib auch nicht, um's rauszufinden. Bin weg. Tja, dann. Viel Glück. Dir auch, Mann. Jetzt geh. Es war Leeds Sicherheitsdroide. Die Hauptplatine schien entfernt worden zu sein. Okay, Joey. Es ist wohl Zeit für ein Upgrade. Na endlich! Was hast du dir vorgestellt? Das? Der hält was aus. Mit dem ist's aus! Der hat Rost! Auf seinem Rost! Ein Depp hat ihn auch noch demoliert! Probier ihn wenigstens aus. Okay. Aber pass mit meiner Platine auf. Keine Sorge. Ich werde sanft sein. Falls ich sterbe, sag Greta, ich liebe... Bist du da drin, Joey? Oh, ich fühle mich stark. Ich wusste, dir würde es gefallen. Von ein paar Wimpeln lässt sich Joey Prime nicht besiegen. Sieh mal, ich hab diesen coolen Arm. Pass auf mit... Oh! Hoppla, mein Fehler. Gehen wir. Los, Bewegung. Raus hier. Ja, bin direkt hinter dir, Rob. Von mir aus kann's losgehen. Und pass auf, worauf du das Ding richtest. Wow. Forster, endlich mal schweres Gerät. Lied? Lied! Oh nein. Es war tatsächlich Lied. Er war noch warm. In dem Moment kam mir ein schrecklicher Gedanke. Poppy? Poppy, bist du da? Poppy, ich... Kennst du mich noch, Ja, du bist Mr. Leeds Freund. Komm, wir müssen dich hier wegbringen. Mr. Leed, er ist... Ich weiß. Tut mir leid. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Leed wollte die lustige Maske aufsetzen, damit wir entkommen können. Dann kamen so komische Männer. Wie sahen die Männer aus? Die in Schwarz, die mich entführt haben. Die ohne Gesichter. Hör mal, Poppy. Findest du den Weg zum Monopod? Ich glaube schon. Tapferes Kind.
Was auch immer Lied mit Poppy vorhatte, musste mit ich würde selbst da reingehen. Lied war tot. Aber sein Kudos-Plan für Poppy war trotzdem sinnvoll. Ich musste nur einen Weg finden, die Kudos-Levels aller Kinder auf dieselbe Art zu erhöhen. Das kenne ich doch irgendwoher. Ein recht betagter Roboter, der ausgedient hatte. Fehler. Keine Daten zum Konvertieren. Administrator kontaktieren. Ich wusste, das war keine gute Idee. Vielleicht sollte ich das ignorieren und einfach weitergehen. Befehl! Aufnahme starten! Das System sagte mir eben, dass ich einen Herzstillstand habe. Da hat mich wohl der Sicherheitsdienst erwischt. Befehl! Aufnahme asynchron hochladen! Wenn du diese Nachricht hörst, bin ich tot, was aus meiner Sicht echt ätzend ist. Das bedeutet, dass es jetzt an dir ist. Also hör genau zu. Ein Mädchen namens Poppy. Leider sind ihre Kudos zu... Du musst sie aus... Oh, und lösch mal... Lied war tot. Aber sein Kudos-Plan ergab Sinn. Und ich wusste, wenn ich Poppy rausbringen konnte, dann konnte ich denselben Trick für alle Kinder nutzen. Bürger, die lange denselben Posten innehaben. Neue Bürger. Dieser Kategorie wurde nichts hinzugefügt. Kein Effekt. Bürger, für die eine schlechte Tat erfasst wurde. Alle Bürger. Bürger, die laut System Verbrechen begangen haben. Bürger, für die eine gute Tat erfasst wurde.
Dieser Kategorie wurde ein Kudos-Level hinzugefügt. Bürger, für die eine schlechte Tat erfasst wurde. Dieser Kategorie wurde ein Kudos-Level abgezogen. Diese Kategorie erhielt 3 Kudos-Level. Ich musste erst den Code vom Steckplatz entfernen. Die Kudos dieser Kategorie wurden auf 2 gesetzt. Die Kudos dieser Kategorie wurden verdreifacht. Glückspilze. Bürger, die lange denselben Posten innehaben. Der Steckplatz war leer. Dieser Kategorie wurde ein Kudos-Level hinzugefügt. Bürger, die laut System Verbrechen begangen haben. Alle Bürger. Bürger, für die eine gute Tat erfasst wurde. Dieser Kategorie wurde nichts hinzugefügt. Kein Effekt. Bürger, für die eine schlechte Tat erfasst wurde. Die Kudos dieser Kategorie wurden verdreifacht. Glückspilze. Dieser Kategorie wurde nichts hinzugefügt. Kein Effekt. Dieser Kategorie wurde ein Kudos-Level hinzugefügt. Neue Bürger. Die Kudos dieser Kategorie wurden verdreifacht. Glückspilze.
Neue Bürger. Neue Bürger. Diese Kategorie erhielt 3 Kudos Level. Dieser Kategorie wurde ein Kudos-Level hinzugefügt. Kudos dieser Kategorie wurden verdoppelt. Das Kudos-Level dieser Kategorie wurde auf 3 gesetzt. Der Steckplatz war leer. Diese Kategorie erhielt 3 Kudos Level. Die Kudos dieser Kategorie wurden auf 2 gesetzt. Diese Kategorie erhielt 2 Kudos Level. Die Kudos dieser Kategorie wurden auf 1 gesetzt. Wohl besser als nichts. Diese Kategorie wurde durch 0 geteilt. Sie hatten unendlich viele Kudos. Das würde funktionieren. Ich musste es nur auf alle anwenden. Diese Kategorie wurde durch 0 geteilt. Sie hatten unendlich viele Kudos. Alle Bürger. Die Kudos dieser Kategorie wurden verdoppelt.
Diese Kategorie wurde durch null geteilt. Sie hatten unendlich viele Kudos. Wenn ich recht hatte, konnten die Kinder jetzt zur Stadtmauer gelangen. Aber ich wusste nicht, wie die Bürger reagieren würden. Jetzt hatten alle unbegrenzte Kudos. Und die Kinder konnten die Monorailbahn verwenden. Befehl: Änderungen speichern. Änderungen gespeichert. Ausbreitung auf externe Server starten. Wie sieht's aus, Rob? Ich habe die Kudos-Levels der ganzen Stadt auf unendlich gesetzt. Auch die Kid? Ja. Orana... Worauf warten wir? Auf so ein Ding setze ich mich ums Verrecken nicht. Es war ein weiterer Handscanner. Die Dinger machten mich langsam nervös. Gib mir was zum Zappen! Okay, Joey, jetzt heißt es geradewegs zurück in die Stadt. Halt! Was ist denn, Foster? Das sind dieselben Androiden. Genau wie die, die Milo entführt haben. Sie sind hier! Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Hoffentlich hatten sie Poppy nicht erwischt. Die Rohre hier unten waren still. Kein Treibstoff mehr für den Ofen. Gib mir was zum Setten. Die Barrikade war von dieser Seite errichtet worden. Joey, könnte dein neues Gehäuse diese Barrikade einreißen? Du verwechselst meinen Arm. Joey, du verwechselst... Okay. Gib mir was zum Setten. Hauptzutat für Leeds Schwarzgebrannten schien Spankles zu sein. Die Hauptzutat für Leeds Schwarzgebrannten schien Spankles zu sein. Gib mir was zum... Die Hauptzutat für Leeds Schwarzgebrannten schien Spankles zu sein.
Warum hast du so ein Chaos gemacht? Keine Ahnung. Es war irgendein altes Gerät zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung. Mir fielen ein paar Fehler in Leeds Berechnungen auf, aber das hätte er wohl nicht gern gehört. Gib mir was zum Sack! Leeds Superterminal war ein beeindruckender Eigenbau. Joey? Joey! Wovon redest du? Ich nenne mich jetzt... Das vergiss mal. Ein Versuch war's wert. Joey, kannst du den Schwab... Mit meinem neuen Ab... Bleib zurück, Foster. Menschenhaut ist nicht so hart wie Stahl. Der Schwarzgebrannte ging in Flammen auf wie Benzin. Komm schon, Joey. Wir müssen hier weg. Ich mag das neue Gehäuse schon jetzt. Im Spind. Papi! Die gesichtslosen Männer waren da. Ich habe mich versteckt. Das hast du toll gemacht. Jetzt sind sie weg. Gehen wir, bevor sie wiederkommen. Wenn die Leute merken, dass sie alle dasselbe Kudos-Level haben, wird es interessant. Ich weiß nicht, ob ich das miterleben will, Joey. Foster? Hey, Sie haben es geschafft. Selbstverständlich, mein lieber Robert. Bestand daran je ein Zweifel? Aber wo sind die Kinder? Wo ist Milo? Keine Sorge, sie sind alle hier. Sie haben es geschafft. Und wer ist diese entzückende junge Dame? Ich heiße Poppy. Poppy. Graham hat sie... gerettet und oben auf der Industrieebene versteckt. Alles gut, Liebes. Komm mit mir. Ich möchte dir ein paar Freunde von mir vorstellen. Tschüss, Joey. Geh. Ich ertrag das nicht. Wie haben Sie das gemacht? Mit etwas Hilfe von Leed. Er hatte alles geplant. Er hatte die Idee, in Minos die Kudos-Levels der Leute zu erhöhen. Aber die Androiden des Rats fanden ihn vorher.
Sie töteten ihn? Ja, aber ich konnte sein Werk... Sie müssen nochmal ans Werk... Kommen Sie mit. Joey, du musst hier Wache halten. Wenn was feindlich aus... Klasse! Endlich kann ich das Ding mal richtig ausprobieren. Genießen Sie dieses kleine... Alle Kinder sind drin. Etwas zusammengepfercht, aber das geht. Ich kenne diesen Truck. Sonderzustellung. Nächster Halt, der Gap. Wendell? Ich wusste doch, dass ich den Geruch kenne. Ich hoffe, Sie meinen die perfekt gereiften Minicars. Wo ist Milo? Milo? Milo fährt vorne mit. Ah, ja. Mit den Vegetariern. Foster! Milo! Ich wusste, du rettest mich. Wie fühlst du dich? Etwas schwindelig. Mir schwirren schlimme Sachen im Kopf rum. Seltsame Erinnerungen. Ich hielt sie für gut, aber sie waren wohl schlecht. Keine Sorge. Das geht in ein, zwei Tagen vorbei. Du wirst wieder. Gehe ich jetzt heim? Ja, Milo. Heim zu deinen Eltern. Deiner Familie. Also, geh jetzt mit den netten Leuten mit. Ich folge euch. Meine Damen, wir sind startklar. Öffnen wir diese Tore, dann trete ich aufs Gas. Foster, wissen Sie, wie wir diese Tore öffnen können? Meine Aktion in Minos hat wohl zur Sperrung der Stadt geführt. Ich muss irgendwie die Steuerung überbrücken. Okay, aber machen Sie schnell! Hier draußen erstreckte sich die ganze Freiheit des Gap. Aber erst gab es Arbeit für mich. Der Kontrollraum. Die Haupttore musste man von hier aus steuern können, aber der Notausgang ließ sich nur von der anderen Seite öffnen. Dann sah ich Alonso mit einer Waffe und er richtete sie auf Songbird. Ich musste ihr irgendwie helfen. Alonso hatte mich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich besser so.
Was? Ja! Autsch! Kommen Sie zurück! Songbird! Tut mir leid. Alonso kam dahinter, was du vorhattest. Ich konnte rein gar nichts tun. Wenn in dieser Stadt etwas schief läuft, wer ist dann immer genau dort zugegen? Sie, wer immer Sie sind, gestatten Sie mir eine Frage. Was sehen Sie, wenn Sie Union City betrachten? Eine Tyrannei. Eine Stadt, die Kinder für Experimente, die die absolute Kontrolle über jegliche Gedanken der Bürger beim Streben nach einem vom Rat definierten Glück. Wie wundervoll! Ich sage Ihnen, was ich sehe. Perfektion? Diese Stadt funktioniert. Sie versorgt. Alle haben Essen, alle sind beschäftigt und alle haben einen Grund, glücklich zu sein. Zu welchem? Im Gegenzug will die Stadt nur, dass wir ein paar einfache Regeln befolgen. Befolge die Regeln und du wirst belohnt. Brich die Regeln, korrigier sie, Sir. Sind. Aber Kinder wurden aus dem Ghetto und ich werde die Stadttore öffnen und sie rausbringen. Sie nach Hause bringen. Das wäre gegen die. Und deshalb will ich im Namen der Stadt, die mir sehr am Herzen, eine recht dramatische Korrektur vornehmen. Leben Sie wohl. Das ist nicht Graham Grundy! Ah! Songbird, alles okay? Besser als okay. Foster, ich... Nur zu. Ich habe mich wohl furchtbar geirrt, was Graham an... Ich hielt ihn für einen Versager, aber er hat zu den Guten gehört, nicht wahr? Ja, er war sehr... Aber hör mal, Songbird, ich muss jetzt... Danke. Diese Stadt braucht... Leb wohl. Mit einem davon hatte ich Joeys erstes Gehäuse gebaut. Minicars waren ungetoastet schon schlimm genug. Die Türen zu den Landzügen empfingen ordnungsgemäß Befehle. Es gab eine Druckplatte oder einen Näherungssensor, der die Landzüge erkannte. Die Landzüge wurden per Satellit gesteuert. In der Nähe musste eine Schüssel sein. Der Bildschirm zeigte, dass die Haupttore gesperrt waren.
Es gab eine Druckplatte oder einen Näherungssensor, der die Landzüge erkannte. Türen zu den Landzügen empfingen ordnungsgemäß Befehle. Die Landzüge wurden per Satellit gesteuert. In der Nähe musste eine Schüssel sein. Der Bildschirm zeigte, dass die Haupttore gesperrt waren.
Außen am Bürogebäude war eine Satellitenschüssel. Die Landzüge wurden per Satellit gesteuert. In der Nähe musste eine Schüssel sein. Es gab eine Druckplatte oder einen Näherungssensor, der die Landzüge erkannte. Die Türen zu den Landzügen empfingen ordnungsgemäß Befehle. Der Bildschirm zeigte, dass die Haupttore gesperrt waren. Es gab eine Druckplatte oder einen Näherungssensor, der die Landzüge erkannte. Bereit machen! Haltet euch fest, Kinder! Das könnte holprig werden! Ja! Los, Wendell! Los! Nein! Wendell! Stopp! Die Geschütze! Ach, Mist! Kümmern Sie sich um Foster, ja? Joey, was machst du da? Joey, nein! Los!
Sie sind durch. Dank Joey konnten sie fliehen. Sie sind also nicht mit Wendell gefahren? Das ist meine Stadt. Ich verlasse sie nicht einfach. Schön, dass Sie da sind. Es tut mir so leid, Robert. Ich weiß, wie viel dir Joey bedeutete. Joey war mein bester Freund. Und jetzt ist er weg. Er hat seinen Teil geleistet. Jetzt ist es an uns. Was hast du vor? Wenn wir den Rat nicht stürzen, endet das nie. Wir müssen ihn direkt konfrontieren. Die gehackten unendlichen Cudas sollten uns direkt zur Zitadelle bringen. Viel Glück, ihr Lieben! Ich weiß, ihr schafft das. Das müsst ihr. Danke, Daniel. Gehen wir. Waren Sie schon mal hier oben? In die Zitadelle kommt nur, wer zum Rat gehört. Viele unglückliche Leute da unten. Wie meinen Sie, wird der Rat mit Ihnen verfahren? Sie werden wohl hart durchgreifen. Denke ich auch. Weshalb wir uns unbedingt beeilen müssen. Haben Sie einen Plan? Nein. Sie? Nein. Es wird von Sicherheitsleuten wimmeln. Da! Das ist das Meer. Ich sehe es zum ersten Mal. Okay, also dann vielleicht so. Ich gehe nach links, Sie nach rechts. Klingt gut. Bereit? Bereit. Hier ist niemand. Ah, Foster. Als Wohlergehensminister ist es mir eine Ehre, Sie hier zu begrüßen. Nicht wahr, Ambition? In der Tat. Und welch ein Vergnügen, eine Ihrer besten Beamtinnen zu treffen, Orana Newblood. Kommen Sie nur. Es ist absolut sicher. Wir beantworten liebend gerne all Ihre Fragen. Bitte. Willkommen, willkommen. Man hat sich seit Ihrer Ankunft sicher gut um Sie gekümmert. Ich will nicht reden. Ich will die Dinge gerade rücken. Ihr korruptes Regime stürzen. Korrupt? Was meinen Sie nur? Ich habe Ihr Gehirnwäschelabor gesehen und... Aber das Labor ist ein Wunder. Großartig? Nein, wieder... Was meinen Sie damit? Die Bürger haben alles, was sie sich wünschen. Jede Einrichtung, jede An... Es gibt keine Kriege, keine Verbrechen, nur Sicherheit. Die Bürger sind entspannt und zufrieden. Und alle streben dasselbe wundervolle Ziel an, mehr zu haben. Übrigens... Das Glück ist auf einem historischen Höchst... Die Direktive wurde schon fast erfüllt. Glück? Glück ist die Direktive. Direktive? Wir müssen die Direktive erfüllen. Ja, die Direktive.
Halt! Was ist hier los? Erfüllen! Ihr seid Joey. Ihr seid alle Joey. Aber natürlich, Forster. Wir sind Joey. Und Joey ist wir. Joey? Was tust du hier? Hallo, Forster. Ich hatte mich schon gefragt, wann du es hier hochschaffst. Ich war so glücklich, als ich erfuhr, dass du hier bist, um mich zu sehen. Nach so vielen Jahren. Was hältst du von meiner Stadt? Sie hat sich seit meinem Anschluss an den Stuhl sehr verändert. Den Stuhl? Ja, ich komme gerade vom Overman-Stuhl, wo du mich zurückgelassen hast. Vor 10 Jahren. Aber Joey, was hast du getan? Getan? Ich habe Union City geleitet, genau wie du wolltest. Nein, ich meine, diese Direktive. Wie hat sie dazu geführt? Ich gab den Bürgern alles, was sie wollten. Alles, was Menschen glücklich. Aber sie waren es nicht. Manche waren meistens glücklich. Aber ich schaffte es nicht, dass sie alle immer glücklich. Vielleicht wären sie glücklicher, wenn Menschen alles leiteten. Also erschuf ich meine Minister. Aber Joey, du hast Kid. Du bist nicht der Freund, den ich vor all den Jahren auf dem Overman-Stuhl ließ. Du bist anders. Nur Menschen verändern sich fort. Du sagst, ich war dein Freund. Aber du kamst. Mein Zuhause ist der Gap. Einst auch meins. Wir waren beste Freunde. Dann hast du mich verlassen. Ich kann dich zurück. Du lässt mir keine andere logische Wahl. Ich mach dich wieder zu meinem Freund. Joey, nein. Das ist falsch. Foster, das sieht nicht gut aus. Keine Sorge, Foster. Reflexion ist die Antwort. Du musst nur die Behandlung abschließen. Alles wird gut. Alle werden glücklich. Runter! Orana, ich glaube, dieses Gebäude ist genau über dem früheren Standort des Overman-Stuhls. Tun Sie's. Kommen Sie alleine? Gehen Sie!
Ich war Joey gerade so lebend entkommen, meinem einst besten Freund. Oranas Leben stand noch auf dem Spiel. Und im Moment war ich ihre einzige Hoffnung. Zeit, meiner Schöpfung ein Ende zu setzen. Und zwar schnell. Joey durfte mich nicht einholen. Mir lief die Zeit davon. Wer auf dem Overman-Stuhl saß, bekam reichlich Unterhaltung. Hinter dieser Tür lag das alte Labor. Es brachte nichts, dort hineinzugehen. Lure of the Temptress. Sieht gut aus. Dass ich diesen Stuhl wiedersehen würde. Seit langer Zeit spürte ich wieder Furcht. Das Headset sah harmlos aus. Foster, denkst du echt, du kannst mich in meinem eigenen Geist schlagen? Joey, nur so kann ich diesem Wahnsinn ein Ende machen. Wahnsinn? Foster, nur Menschen sind zu Wahnsinn fähig. Hier drin findest du nur Logik und die Direktive. Bei Wohlergehen gewährleiste ich das ständige Glück der Bürger. Dass die Medien, die sie konsumieren, individuell aufbereitet sind, damit jeder nur das sieht, was ihn glücklich macht. Ich kenne jeden Aspekt ihres Lebens. Menschliche Mentoren ersticken alles, was das Glück eines Bürgers bedrohen könnte, im Keim. Die Reflexions-Spa-Technologie ersetzt schlechte Erinnerungen durch gute. Für stets glückliche Erinnerungen. Aber was ist mit Ihrem freien Willen? Du drückst ihnen deine Version menschlichen Glücks auf, nicht ihre. Noch schlimmer. Deine Gedankenkontrolle erfordert grausame Experimente an entführten Kindern. Gap-Kindern, nicht an Kindern der Bürger. Ich würde den Spieß umdrehen. Wenn sie die Wahrheit verdrehen würden, würde ich sie eben zurückdrehen.
Joey, hör zu. Wenn die Bürger wüssten, was du diesen Kindern Grausames antust, um immer effektivere Methoden zu finden und ihr gesamtes Leben zu kontrollieren, wären sie entsetzt. Sehr unglücklich. Bürger unglücklich. Keine Glückskontrolle. Logik widerlegt. Nein, Foster! Hör auf! Was tust du da? Du hast meine Fähigkeit zerstört, Menschen glücklich zu machen. Ihnen zum Trotz? Sicher kannst du die Notwendigkeit eines Ambitionsministers nicht in Frage stellen. Der Erfolg von Wohlstand und Komfort machte die Leute selbst zufrieden. Ihnen fehlte Ambition, was sie unglücklich machte. Doch dank meines Kudos-Systems sind sie nun bestrebt, immer erfolgreicher zu werden. Sie wollen ihr maximales Potenzial erreichen. Ihr Wunsch, in der Welt abzusteigen, setzt klare Selbstverwirklichungsziele. Du hast den Ambitionstag miterlebt. Eine Feier der Ambition und des puren Ehrgeizes. Aber dein System ist destruktiv. Das ist die Wahrheit. In Wahrheit machst du die Leute zu Konkurrenten. Sieger können nur siegen, wenn sie auf Verlierer hinabblicken können. Nein, wer sich anstrengt, kann es schaffen. Alle können Sieger sein. Du hast ein unerreichbares Ideal erschaffen. Die Leute vergleichen sich nur noch mit anderen und sind nie mit ihren eigenen Erfolgen zufrieden. Ambition ohne Erfolg widerspricht der Direktive. Unlösbarer Konflikt. Du musst damit aufhören, Foster. Zerstör doch nicht alles, was ich aufgebaut habe. Wie kannst du mir vorwerfen, sie inspiriert zu haben? Dank mir sind sie sicher. Sicherheitsministerin? Keine Logik könnte mein Ministerium je hinterfragen. Denn wozu sind Komfort und Wohlstand Nütze ohne Sicherheit, ohne Freiheit von Furcht? Sicherheit und Glück sind untrennbar verbunden. Und nirgends ist es so sicher wie innerhalb dieser Mauern. Hier gibt es weder Krieg, noch Verbrechen, noch Gewalt. Die Bürger haben Angst. Angst vor dem Unbekannten. Das ist die Wahrheit. Du verhinderst, dass sie die Stadt je verlassen. Aber hier sind sie sicher, geschützt durch die Mauern.
Immerzu haben sie Angst vor allem Unbekannten außerhalb der Stadtmauern. Vor den Gap-Bewohnern, die, wie sie glauben, Krankheit und Tod bringen. Du hältst die Mauern für eine gewaltige Festung. Dabei sind sie ein Gefängnis. Du behauptest doch nicht, ihre Sicherheit sei, indem ich sie schütze. Versklave ich sie? Unlösbares Paradox. Du bist hier wahnsinnig, Foster. Zerschlägst mit deinen Wortspielchen meine Ministerien. Comfort, sag es ihm. Die primitive alte Stadt basierte auf der Schufterei ihrer Bürger. Körperliche Arbeit, endlos, würdelos, unmenschlich. Aber mein Ministerium, Komfort, nahm diese Last. Befreite die Leute von der Schufterei. Meine Droiden kochen, putzen und erledigen alles für die Bürger. Stimmt. Das tun sie. Das ist die Wahrheit. Aber dadurch sind deine Bürger teilnahmslos geworden. Träge. Die Bürger sind dekadent. Die Wahlergebnisse beweisen, dass sie im Luxus leben wollen. Die ganze Zeit. Je mehr du für die Bürger tust, desto mehr fühlen sie sich dazu berechtigt, selbst weniger zu tun. Ohne Aktivität, ohne Verantwortung gleichen sie nun eher Haustieren als Menschen. Aber Dekadenz ist nicht mit Glück vereinbar. Menschen sind nicht logisch. Foster, wie kannst du meinen Bürgern den Luxus nehmen? Du weißt doch, wie es war, bevor wir Link besiegten. Die Bürger verhungerten. Verschone wenigstens den Wohlstand. Menschen haben Grundbedürfnisse. Essen, Wasser, eine Unterkunft. Union City stellt all dies im Überfluss bereit. Die Leute haben alles, was sie brauchen. Was könnte an dieser Logik denn fehlerhaft sein? Siehst du, die Bürger kriegen alles und noch mehr. Auf ihrem jeweiligen Kudos-Level. Und unsere Freunde profitieren. Der Handel macht sie reich. Das erzählst du den Bürgern. Aber das ist eine Lüge. Zugunsten dieses Konsumlevels hast du euren Verbündeten Agio City geplündert. Nun sind dessen Bürger verarmt. Dein Ministerium muss weg. Wie die anderen. Aber die Bürger? Wie sollen sie überleben? Sie müssen lernen, mit dem auszukommen, was sie brauchen, statt dem, was sie vermeintlich wollen. Denkst du, die Bürger wären glücklich, wenn sie den Preis für ihren Wohlstand kennen würden? Unglücklich? Mit Wohlstand? Ich war so nah dran.
Fast hätte ich die Direktive erfüllt. Nein. Was du getan hast, war böse. Ich musste sie zerstören. Aber die Direktive... Verstehst du das nicht? Die Direktive war Wahnsinn. Woher kam diese Idee überhaupt? Aber Foster, die Direktive kam von dir. Was? Weißt du nicht mehr? Das war dein letzter Befehl an mich, bevor du mir die Leitung der Stadt überlassen hast. Nein, Joey. Ich habe dir keinen Befehl erteilt. Doch, hast du. Bevor du gegangen bist, hast du mich noch einmal beim Stuhl besucht. Du sagtest, ich würde Union City sicher ganz toll leiten. Du seist stolz auf mich. Und ich fragte dich, Foster, woher weiß ich, ob ich das Richtige tue? Und du sagtest, mach die Bürger glücklich. Und genau das habe ich seitdem versucht. Was? Nein, das kann nicht. Mein Erinnerungsvermögen ist perfekt. Aber Joey, das war keine Direktive. Wir waren Freunde. Ich habe mich so bemüht, Foster. So bemüht, die Leute glücklich zu machen, wie du wolltest. Aber ich habe wohl versagt. Es ist wohl, wie du sagtest, einfach zu schwer. Es tut mir leid. Ich hätte bleiben sollen. Ich will nicht länger das Sagen haben. Ist meine Direktive vorbei? Ja. Ja, Joey. Deine Direktive ist vorbei. Sind wir wieder Freunde? Ja, Kumpel. Wir sind wieder Freunde. Ich wollte die Leute... nur glücklich machen. Wollte nur alle glücklich machen. Wollte nur Foster glücklich machen. Sie haben es geschafft. Gemeinsam. Kein Rat mehr. Kein Joey mehr. Es wird eine Weile dauern, bis die Leute damit klarkommen. Das werden sie. Irgendwann. Gehen Sie fort? Ja. Ich muss Milo nach Hause bringen. Und Sie? Die Stadt braucht einen Neuaufbau. Sie und Danielle zusammen. Da ist sie in guten Händen. Ich verdanke Ihnen viel. Wie auch die Stadt. Versprechen Sie mir was? Ja? Falls ich zurückkehre, gibt's keine Statue. Falls? Wenn. Joey der Retter war fort. Zumindest hatte ich ein Andenken an meinen alten Freund. Little Joey. Thank you.
Ich habe nachgedacht, Foster. Ja? Der Köder, den wir benutzten. Ich habe was viel Besseres. Hast du? Die Fische werden anbeißen. Klingt gut. Sagst du mir, was es ist? Das kennst du nicht. Vielleicht doch. Schon mal von Minicars gehört?